Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von die Bakery, die Shopify-Agentur. Heute geht es mal wieder im weitesten Sinne um Shopify-Marketing-Maßnahmen. Der ein oder andere wird sich an unsere Shopify Plus Apps-Folge erinnern, in der wir schon über Klaviyo gesprochen hatten. Darum soll es primär in der heutigen Folge gehen. Wenn du also noch nach dem richtigen Automatismus für deine Newsletter suchst, dann bist du hier goldrichtig. Solltest du neben E-Mail-Marketing jedoch noch auf weitere Marketingmaßnahmen setzen wollen oder aber einfach nur deinen Shopify-Shop optimieren, dann helfen wir dir von eBakery als Shopify-Agentur gerne weiter. Alle Infos zu unseren Leistungen und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung erhältst du auf der Seite oben rechts. Nun schauen wir uns aber mal Klaviyo näher an. Erst einmal wird aus den Informationen auf der Homepage deutlich, dass Klaviyo sowohl für Shopify Plus, aber auch Shopify erhältlich ist. Solltet ihr ein anderes Shopsystem benutzen, werdet ihr vielleicht auch dafür fündig. Klaviyo verwaltet für euch nicht nur neue Kundendaten, sondern integriert auch alte Daten automatisch. Um euch dazu noch Zeit zu ersparen, könnt ihr vorgefertigte Workflows verwenden. Sollten diese allerdings nicht euren Ansprüchen genügen, können sie mit ein wenig Arbeit auch komplett individualisiert werden. Dadurch, dass es extra für Shopify konzipiert wurde, ist die Einrichtung ein Kinderspiel. Ihr drückt einfach nur im Shopify App Store auf App hinzufügen und könnt im Anschluss euer E-Mail-Template-Design ganz nach euren Wünschen bzw. ganz nach eurer CI gestalten. Im Anschluss gebt ihr euer persönliches Ziel ein und schon könnt ihr Klaviyo, nachdem ihr eure E-Mail-Adresse bestätigt habt, nutzen. Also beispielsweise ein Sign-up-Form für euren Shopify-Shop-Design und am Ende in eurem Blogartikel einbetten, um mehr und mehr Newsletter-Abonnenten zu sammeln. Doch das ist noch nicht alles. Ihr könnt damit nicht nur euren Newsletter designen, das Sign-up-Formular in eurem Shop einbetten und euren Newsletter automatisieren, sondern das Ganze auch noch monitoren und analysieren. Neben E-Mail-Marketing lässt sich Klaviyo übrigens auch für SMS-Marketing einsetzen, sollten eure Kunden eher gehobeneren Alters sein. Doch wie teuer ist denn nun das Ganze? Erst einmal für euch als Shopify-Händler 0 Euro. Solltet ihr die 250 Kontakte überschreiten oder mehr als 50 SMS versenden wollen, dann müsst ihr auf einen kostenpflichtigen Plan zurückgreifen. Dieser kostet euch dann 20 Dollar im Monat. Solltet ihr primär auf SMS-Marketing setzen, gibt es auch noch einen 5-Dollar-Plan für bis zu 150 SMS-Kontakte. Was sind denn eure Erfahrungen mit E-Mail-Marketing? Oder habt ihr sogar bereits selbst Erfahrungen mit Klaviyo für den Shopify-Shop gesammelt? Wenn ja, schreibt es uns in die Kommentare. Solltet ihr bisher noch nicht den eBakery YouTube-Kanal abonniert haben, solltet ihr das definitiv nachholen. Hier gibt es täglich neue E-Commerce- und Online-Marketing-Videos. Aber vielleicht ist ja auch schon dein präferiertes Thema besprochen worden. Schau dich dazu gerne in unserer organisierten Playlist-Sammlung um. Ansonsten stehen wir dir als Shopify-Agentur in allen Shop-Belangen zur Seite. Vereinbare dazu direkt einen kostenlosen Erstgesprächstermin. Wir hören uns ansonsten morgen wieder. Macht es gut, euer eBakery-Team!